So, hallo und herzlich willkommen noch einmal ganz kurz auf dem JFD Desktop bei Guidance zum Live Trading TV zur US-Markteröffnung. Es sind noch 79.625 Punkte, so Pi mal Daumen, ja, als der Dow gerade bei 20.375 Punkten gehandelt worden ist. Und dann haben wir es geschafft, dann steht der Dow Jones bei 100.000 Punkten. Okay, der Spaß, der musste jetzt an der Stelle einfach mal sein. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere überhaupt noch daran erinnern kann hier, wie es überhaupt ausschaut, wenn die Aktienmärkte, die US-Aktienmärkte mal einen roten Tag fabrizieren. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir es wieder da zu sehen bekommen. Da gibt es nur einen einzigen Tipp. Man siehe sich vor, das Short zu handeln, denn das ist, glaube ich, eine ganz schlechter Ratgeber jetzt an dieser Stelle, zu versuchen, den Umkehrpunkt da oben irgendwie zu erreichen. Der Markt kennt kein Zurück, ganz offensichtlich. Ich bedauere es irgendwie schon ein wenig. Ich hatte das auf meinem Stream geschrieben gehabt und ich hatte es dann auch nochmal im englischsprachigen Morning Meeting thematisiert gehabt. Ich bedauere es wirklich, dass ich hier dieses Setup dann nicht umgesetzt habe, wo ich nämlich sagte, trade den Break der 11.742 Long und setze den Stop unter 717 ungefähr, 24 Punkte Risiko, versuche dann einfach als Ziel die 11.800er Region anzuvisieren. Ich hatte das gegen Ende des Morning Meetings heute früh um 10.30 Uhr, also das war gegen 11.15 Uhr ungefähr, gegen Ende, noch thematisiert gehabt. Ich hab's nicht umgesetzt, einfach auch deswegen, weil einem das, ja, also mir ist es nicht geheuer. Ich fühle mich gerade wirklich nicht wohl, das sage ich ganz ehrlich. Also ich glaube, es gibt definitiv Schlimmeres, wenn man sich nicht wohlfühlt und trotzdem einen richtigen Call macht, also an der Stelle eben dieser Trade dann schlussendlich aufgegangen wäre, aber ich bin nicht wirklich traurig darum, denn das, was der Markt hier gerade produziert, das sieht gar keinesfalls irgendwie gesund aus. Nichtsdestotrotz ist es nochmal keinerlei gute Idee, jetzt hier irgendwie sich aggressiv gegen dieses Momentum zu stellen, denn der Markt kennt aktuell ganz offensichtlich nur eine Richtung, ja, und diese Richtung ist ganz offensichtlich nach oben gerichtet und infolgedessen sollte man sich vorsehen, hier aggressiv short zu handeln, auch wenn es das ein oder andere, der ein oder andere sich vielleicht, wenn es in den Fingern juckt. Es ist nicht so, dass es mir nicht in den Fingern juckt, aber ich habe lange genug jetzt auch am Markt Erfahrung, dass ich eben sage, das wird früher oder später mit einem ganz, ganz gehörigen Knall, wird sich das auflösen und dann haben wir mal einen 400, 500 Punkte Down Day. Und vielleicht nicht nur einen, sondern diverse hintereinander. Und zwar nicht nur jetzt hier im Dow Jones, den ich gerade habe, sondern beispielsweise auch eben entsprechend im DAX. Die Kunst ist natürlich dann zu versuchen, den irgendwie zu erwischen. Aber Fakt ist eben aktuell, und das muss man ganz klar eben auch sagen, Fakt ist eben, die Richtung ist ganz klar aufwärts gerichtet. Sie war bis hierhin unterhalb dieser Region 37 bis 57 im DAX nicht short. Und das bedeutet also etwas anders, sie war unterhalb dieses Levels short, nicht short, ist falsch, sie war short, nicht long, so. Der Break ist jetzt erfolgt. Damit ist diese Abwärtsstruktur auf jeden Fall gebrochen. Was aber auch auf jeden Fall erwähnenswert sein sollte, ist natürlich auch klar, ich scroll den Chart jetzt hier ganz bewusst auf der Stunde zurück, um das ganze Jahr sich anzuschauen. Der DAX, das sieht alles andere als stark aus. Ja? Also wenn wir den DAX vergleichen, im Vergleich hier zum Dow Jones zum Beispiel, der hat das Jahr hier ungefähr, Moment, wo ist es? Wieso Pi mal Daumen begonnen und hat jetzt hier nach einer etwas längeren Konsolidierung dann entsprechend den Break nach oben vollzogen. Wenn wir auf die Stunde gehen, dann sehen wir ohne Frage hier, dass der Markt ganz offensichtlich hier eine Aufwärtsstruktur vollzieht, beziehungsweise diese Aufwärtsstruktur fortschreibt. Das sieht im DAX in Relation hierzu wirklich schwach aus. Fundamental lässt sich das natürlich, ich denke, durchaus schnell, zügig auch argumentieren, warum, wieso, weshalb. Klar sollte eben sein, dass deutsche oder europäische Aktien insgesamt natürlich von einer protektionistischen Politik Trumps zum Beispiel nicht profitieren dürften. Einfuhrzölle und dergleichen. Das sollte irgendwie klar sein. Und das ist auch mit einer der Gründe, weswegen ich ja an dieser Stelle eben mir schon die Frage stelle, was denn geschieht, gesetzt dem Fall, dass es mal zu einer schärferen Korrekturbewegung kommt, oder ob es überhaupt, sagen wir es mal anders, oder ob es überhaupt Sinn macht, derzeit überhaupt hier eine Korrelation zu erwarten zwischen diesen Aktienmärkten. Also, dass der DAX sich aufwärts bewegt, das ist da sicherlich das eine, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal schauen, was er hier seit Beginn des Handelstages in den USA ab 15.30 Uhr fabriziert, dann sind wir hier reingekommen in den Tag, 7.95 Uhr war es ungefähr, ne Moment, ein Stückchen höher,
naja, 7,97, okay. Markiert kurz neue Hoch, 17 Punkte, kommt dann ein kleines Stückchen runter und pendelt jetzt so um diese Eröffnung. Wenn ich gleichzeitig mir den Dow Jones betrachte, dann sieht man einfach mal, dass ab 15.30 Uhr eine ganz klare Richtung vorgegeben ist. Also das heißt, die koppeln sich schon recht deutlich voneinander ab. Hier ist der US-Markt reingekommen, das war 20.330 und ja, wir sind im Hoch jetzt auf 3,80 gehandelt worden und pendeln auch in diesem Bereich. Auch hier muss man natürlich sagen, und das ist auch dann das nächste, da war nämlich die Frage zum Beispiel mir auf dem Stream, warum ich denn den Trade, ich habe ihn dann trotzdem mental durchgespielt. Also das heißt, ich habe diesen Trade zwar nicht gemacht im DAX, aber ich habe zumindest mir Gedanken gemacht, wie hättest du den denn gemanagt? Einfach um auch zu schauen, ob das Gefühl dann diesbezüglich auch weiter gegeben ist und so weiter. Und ich habe den Trade, hätte ich gemanagt auf der 1-Minuten-Basis. Das heißt, der Profit, der dort angefallen wäre, der hätte 23 Punkte betragen und ich wäre schon wesentlich zuvor ausgestoppt worden. Also das heißt, ich hätte ungefähr so in diesem Bereich hier den Stop-Out erfahren dann, ja, und hätte von dieser Bewegung gar nicht mehr profitiert. Jetzt kommt natürlich dann die logische Frage sofort, naja, warum denn so aggressiv? Denn jetzt gehen wir mal kurz in die Trading Station. Hier sieht man ja, in die Metatrader, dann sehen wir es ja hier an dieser Stelle. Da sind wir ganz offensichtlich, wären wir hier ausgestoppt worden, erst auf 97, wenn wir den Trade auf 5-Minuten-Basis mit dem Supertrend gemanagt hätten. Und ich habe gesagt, weil es kein dynamischer Bruch ist, denn auch hier gilt es jetzt mal so ein bisschen die Relation zu betrachten. Wir reden bei dieser Bewegung hier von 60 Punkten auf der Oberseite, 70 Punkten. Also bei Break über die 47 auf dann die 18, das sind 70 Punkte. Und der Markt hat tatsächlich in einem Umfeld, wo ich sage, man schaue mal hier, ja, wenn wir uns die Stunde betrachten im DAX, das ist ja auf der Stunde durchaus ein signifikanter Bereich. Also ich meine, den kann man ja erkennen. Ja? Da sieht man ja durchaus, das ist ein relatives Hoch. Das ist ein relativ starkes Widerstandsbereich, was jetzt übrigens nicht mehr hier mit einer roten, sondern einer grün gestrichelten Linie fungiert. Das heißt also, das ist jetzt eine Unterstützungsregion geworden, potenzieller Longtrigger eventuell auch, wenn der Markt tatsächlich doch mal einen Rücksetzer produziert. Und wenn man sich dann überlegt, dass das doch ein relativ klarer, herausragender Bereich ist und der braucht dann, ausgehend von dem Bruch hier heute früh, braucht der 5 Stunden, um 70 Punkte zu laufen. Moment, machen wir das so. Um dann die 70 Punkte zu laufen. Ja, hier, da war die Attacke, da kam der Break. Naja gut, das sind 4 Stunden, 3,5 bis 4 Stunden. Da muss man schon ganz klar sagen, das ist alles andere als dynamisch. Und das ist eben genau der Grund, weswegen ich dann zum Beispiel diesen Trade, hätte ich ihn gemacht, auf der 1-Minuten-Basis gemanagt hätte. Aber alles in allem, wie gesagt, ich habe ihn nicht gemacht und das eben deswegen, weil ich mich einfach, ich fühle mich nicht wohl. Ich fühle mich wirklich nicht wohl, das sage ich ganz offen und ehrlich. Und das hat auch dann wenig damit zu tun, zu sagen, dann setz doch einfach den Handelsansatz um. Auch da stellt sich die Frage, der Handelsansatz, der generiert hier tatsächlich gar kein Signal in meinem Fall, denn da ist es so, dass ich ausgehend von der Open Range in einem Umfeld, in dem der Markt, bis dahin war es tatsächlich so, hier unterhalb dieser 37, 57er Region tradet, dass er bis dahin sich in einem Short-Umfeld bewegt. Das heißt also, der Vorteil ist er auf der Short-Seite. Das heißt, aus von der Open Range gehe ich nach meinem klassischen Handelsansatz hier in diesem Bereich erst recht nicht long. Ja? Das heißt also, das wäre ein rein diskretionärer Trade an der Stelle tatsächlich gewesen. Und dieser rein diskretionäre Trade, dabei sollte ich mich aber auch gut fühlen. Also das heißt, ich habe das ja schon mal hier auch vorgeführt, wie das dann aussieht, wenn ich zum Beispiel nachmittags das Gefühl habe, wir haben jetzt eine signifikante Region auf der auf der Unterseite und dann infolgedessen sage, okay, ich versuche mich jetzt hier einstoppen zu lassen und dann ist vor 2-3 Wochen mal ein schöner Trade entstanden, wo der Markt dann 60-70 Punkte auch auf der Unterseite gelaufen ist. Das war hier in diesem Bereich und da hatte sich diese Region um 11.650 bis 680 ja sehr signifikant herauskristallisiert gehabt und dann habe ich den Trade im Nachmittag gemacht. Das ist halt in diesem Fall hier nicht gegeben. Also hier habe ich mich wirklich gut gefühlt. Da war auch das Marktumfeld irgendwie schwach. Man hatte das Gefühl, da besteht noch eine Chance für eine Korrektur. Mittlerweile sind wir in so einem Marktumfeld, wo du sagst, ja, vergiss es einfach. Ja. Also hier versuchen, das gegen das Momentum sich zu stellen, ist derzeit absolut keine gute Idee. So, das spiegelt sich dann auch entsprechend so viel zum DAX und zu der Überlegung von heute früh. Das spiegelt sich natürlich dann auch jetzt hier im Dow Jones wieder. Also, das bedeutet anders formuliert, wir haben jetzt zwar eine Open Range, auch hier muss man wieder sagen, die ist extrem eng eigentlich, ja, 20.329 bis 20.379 Punkte. Das sind 50 Punkte, wird man jetzt sagen, aber diese 50 Punkte in Relation zu dem Indexstand gesetzt sind natürlich nicht besonders viel. Und
Der Klassiker beinhaltet jetzt natürlich hier, dann Breaks auf der Oberseite long zu traden, Stop unterhalb der Tiefs zu setzen, also das heißt 3,79 long, 3,29 der Stop. Man kann hier die 3,50 als Scale-Out-Level verwenden, das heißt also, da nimmt man die Hälfte der Position raus, sollte der hier eingestoppt werden und dann zurücklaufen und dieses Niveau unterschreiten. Dadurch könnte man das durch den durchschnittlichen Verlust schon reduzieren. Ja, und das ist das klassische Szenario. Man merkt es aber, ich springe quasi so ein bisschen auch drüber, weil ausgehend von dem Bild, so wie sich der DAO hier darstellt, ja, muss man doch schon ganz klar sagen, wenn ich die Definition suche von wann bewegt sich ein Markt in einem Wirkungsbereich, also das bedeutet etwas anders formuliert, ich mache das mal ganz kurz ein bisschen ausführlicher. Wenn ich mir vor Augen führe, wie eine Aufwärtsstruktur ausschaut, ja, mit steigenden Hochs und steigenden Tiefs, jetzt mal unabhängig davon, wie weit dann solch ein Retracement ausschaut, dann ist es so, dann kann ich das unterteilen in eine sogenannte Akkumulations- und Distributionsphase oder in einen Ursache- und einen Wirkungsbereich. Also ist so eine Frage, wie man das am liebsten bezeichnen möchte. Und dann passiert Folgendes, dann kann ich zum Beispiel sagen, das hier, dieser Bereich, das Problem ist jetzt, dass wenn ich das jetzt einfarbig hier fülle mit grün, ja, so, dann haut der Chart hier so ein bisschen ab, das ist ein bisschen blöd. Also wenn ich das jetzt hier über PowerPoint machen würde, dann könnte ich das so ein bisschen ausgrauen, oder beziehungsweise so aus, beziehungsweise eigentlich ist das noch nicht mal richtig. Eigentlich müsste man den bis hier ziehen. Ja, das war der Moment, wir machen kurz Folgendes. Ich ziehe ein bisschen größer. Also man kann eigentlich diesen ganzen Bereich hier, kann man so als, kurz vor den Hochs noch, als Ursachebereich bezeichnen. Und das bedeutet dann etwas anders formuliert, das ist der Bereich, wo man beginnt, die Position aufzubauen. Sobald wir über die alten Hochs gehen, stoßen wir in einen Bereich, vor dem man als Wirkungsbereich bezeichnet. Der Wirkungsbereich, das ist der Bereich, wo dann die Leute zu kaufen planen, die glauben, jetzt gibt es keine Down-Days mehr, nur noch aufwärts gerichtet. Jetzt fängt man an, sich beim Zahnarzt drüber zu unterhalten. Der Nachbar über den Zaun heute Abend, ja, kurz den Müll rausgebracht, kommt der Nachbar um die Ecke, und hast du gesehen, Dow Jones, 20.400 Punkte, jetzt geht's rund, jetzt noch kaufen. Ja, das sind dann so diese klassischen Gespräche, die da stattfinden. Das ist natürlich jetzt sehr überspitzt formuliert, sehr einfach, aber das ist dann der Bereich, wo man anfängt, eigentlich, wo normalerweise anfangen, die professionellen Marktteilnehmer das Material abzuladen und dann entsprechend zu verteilen, das, was sie hier unten aufgebaut haben, vor dem Bruch auf neue Hochs. Und das ist eben dann so ein bisschen jetzt problematisch, da werden die Chance-Risiko-Verhältnisse nach oben einfach unattraktiver. Und das bedeutet etwas anders, wenn du den Markt so weit gelaufen hast, also wenn der so weit gelaufen ist, dann wird früher oder später die Korrekturbewegung kommen. Wir sehen auch hier zum Beispiel schon, in dem 14er RSI, es fängt an, erstmal sich in den überkauften Bereich zu bewegen, ja, also dieser Indikator, das hat an sich jetzt noch keine große Relevanz, weil man muss sich immer vor Augen führen, so ein Indikator, dass der jetzt überkauft sich darstellt, sollte keine große Überraschung sein, der Markt ist auch relativ weit oben. Also der Indikator sagt mir, der Markt ist oben, wobei der Markt selber nicht weiß, dass er oben ist, das ist auch das, was man berücksichtigen sollte. Aber was jetzt hier passiert, ist halt, dass es Risiko von sogenannten Divergenzen steigt. Also das heißt, dass der Markt immer höhere Hochs markiert, die aber hier nicht mehr bestätigt werden. Das kann dann ein Signal sein, dass sich das Momentum nach oben abschwächt. Das hat man zum Beispiel ja hier mal gesehen. Also man sieht zum Beispiel, der Markt macht hier höhere Hochs, ja, also zieht an und hat dann allerdings hier diese nicht mehr bestätigt im RSI. Das heißt, hier fängt an, eine fallende Struktur auszubilden und hier steigen wir eben noch weiter. Man sieht aber auch, das dauert seine Zeit, bis dann, manchmal dauert es seine Zeit, es geht manchmal zügig, manchmal nicht so zügig, das ist dann immer so eine Timing-Frage, dass der Markt eben entsprechend dann die Korrektur auf den Weg bringt. Und das ist etwas, was es hier in meinen Augen jetzt zu berücksichtigen gilt, weswegen das von der Long-Seite unattraktiv wird und weswegen ich hier so ein bisschen vorsichtig sein wollen würde. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich plötzlich sage, jetzt auf jeden Fall Short, das wird schon irgendwie, weil dafür braucht es eben einen Impuls. Und diesen Impuls, auf den warten wir schon seit einer gewissen Zeit irgendwie in irgendeiner Form. Und das, ja, das ist eben jetzt gerade so die Krux. Was kann man tun? Einfach mit dem Momentum gehen. Selbstverständlich, wenn man diese Bewegung bis hierhin kapitalisiert hat, ja, und zum großen Teil in der Lage war zu kapitalisieren, dann hat man hier sicherlich auch keine Schwierigkeiten, sich jetzt nochmal long zu positionieren. Einfach deswegen, weil der kleine Verlust, der einem vielleicht dann entsteht, nur ein kleines Stückchen von dem Kuchen wegnimmt, was man vorher eben entsprechend hier, den man in großem Stil gebacken hat, so sage ich einfach mal. Aber nichtsdestotrotz, ich bin an der Stelle nicht willens, hier den DAO zu traden von der Long-Seite.
Einfach ausgehend, wie gesagt, von diesen starken Überhitzungszeichen, die der Markt eben zeigt. Das heißt nicht, dass der große Crash bevorsteht, dafür brauchst du einen Impuls. Trump kann den liefern in 2-3 Wochen, wenn er enttäuscht und wenn die Steuerankündigungen nicht so phänomenal sind, wie Trump sie mit Wehen und Trompeten, wehenden Fahnen und Trompeten angekündigt hat, wenn die nicht so großartig werden. Aber alles in allem, wie gesagt, ist das halt derzeit so ein Marktumfeld, in dem es anfängt, so ein bisschen zu ziehen und man fühlt sich so ein bisschen unwohl. Wie gesagt, wir haben noch, wie viel haben wir, was haben wir gesagt? 79.625 Punkte ungefähr haben wir in Dow Jones bei 100.000 Punkten. Ja, auch das ist denkbar. Ja, das ist natürlich sehr, sehr überspitzt formuliert, aber wie gesagt, das, was der Markt uns da gerade präsentiert, das ist nicht prädestiniert, von der Short-Seite zu traden. Man sollte aber genauso wenig jetzt auch hier glauben, dass es immer weiter aufwärts geht. Der Moment wird kommen, ja, und er wird überraschend kommen und dann will es am Ende keiner gewesen sein. Und deswegen kann ich an der Stelle einfach, nur sagen, passt einfach auf eure Stops auf. Das ist alles, worüber ihr Kontrolle habt an dieser Stelle. Und damit will ich es dann auch bewenden lassen. Ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wir hören uns morgen um 10.30 Uhr wieder. Mal schauen, wo das Schiller-KGV dann steht, das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Vielleicht schaffen wir es ja noch irgendwie, das über 30 zu pushen. Es wird auf jeden Fall nicht unbedingt besser, ja, Kurs-Gewinn-Verhältnis technisch, also bezüglich möglicher Spekulationsblasen sich abzeichnen und infolgedessen von Chance-Risiko-Verhältnissen. Und 10.30 Uhr, wie gesagt, morgen machen wir weiter mit dem Morning-Meeting. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis dahin, habt euch auf jeden Fall wohl. Macht's gut, einen schönen Abend wünsche ich euch. Bis dann und tschüss.